machen, ich bin ganz sicher. Okay, mach's gut, tschüss. Leck mich doch. Wenn ich gewusst hätte, dass wir zu einer Bar Mitzwa gehen, hätte ich meinen scheiß Cappy mitgebracht. Mann, Tottenham liegt doch im Norden. Habt ihr euch verlaufen? Oder seid ihr nur bescheuert? Na, bist du immer noch der große Komiker, Dunham? Ihr seid Typen. Damals, als der Major noch bei euch war, da habt ihr nicht so viel gequatscht. Wahrscheinlich war er auch nicht so scheiß nervös. Ja, der Major hat sich lieber geprügelt, anstatt rumzujammern wie du. Was erzählt er? Kommt auf jammern. Hört gut zu, ihr Wichser. Ihr solltet in den nächsten Zug steigen und verdammt nochmal verschwinden. Der spinnt doch. Bevor jemand eine Beule bekommt. Die bekommt ihr alle. Brücheklopfer, möchtet ihr mal wissen, wer hier die Beule bekommen soll? Wisst ihr, eine richtige Gang scheint ihr ja wohl nicht zu sein, oder? Ha? Ihr seid ärmliche Handtaschenräuber. Entschuldigt. Ihr Jungs seid irgendwie unhöflich. Aber wir wollen euch nicht enttäuschen. Wenn ihr Bock habt, gibt's das auf die Nuss. Nun mach nicht so einen Aufriss, Wichser, komm rüber. Du, du kannst hier nicht mehr Kommen Sie. Ich sag Ihnen doch, Sie brauchen Louis gar nicht. Ich würde lieber Keyshawn eintauschen und Maddox für Louis. Auch wenn ich bei dem Deal was draufzahle. Vielleicht wissen Sie es noch nicht, aber Keyshawn ist wieder bei seinem alten Coach. Ja, der ist wieder bei Parcells. Und glauben Sie mir, die sind ein unschlagbares Team. Das wissen Sie und ich weiß es auch. Schön und gut, das ändert natürlich die Sache, aber trotzdem würde ich vorstellen... Hören Sie, der hatte als Spieler das größte Comeback des Jahres. Es gibt kaum jemanden, der mehr als 6.000 Yards geworfen hat. Was ist, wenn er wieder vom Verletzten... Ich bitte Sie, das... ich rufe Sie gleich nochmal an. Ich muss hier kurz was besprechen. Wagner? Das sind $10.000. Das ist ein ziemlich guter Deal. Wir hatten nie einen Deal, Jeremy. Hör zu, das ist eine beschissene Sache für dich. Aber ich muss auf den Ruf meiner Familie Rücksicht nehmen. An Van Holden, der aus Harvard geschmissen wird. Das geht einfach nicht. Für mich steht mehr auf dem Spiel, Matt. Buckner. Nun hör mir doch mal zu, Mann. Mein Dad wird auf jeden Fall wiedergewählt. Und wenn ich meinen Abschluss habe, dann verschaffe ich dir einen super Job. Hm? Danke, Mann. Du hast mir echt den Arsch gerettet. Das ist der Anrufbeantworter von Karl Buckner. Ich arbeite zurzeit in Kabul. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht bei Mercy in der Auslandsredaktion der Times in Washington. Ich melde mich dann so schnell wie möglich bei Ihnen. Vielen Dank. Thank you.
Ich heiße Matt Buckner. Im letzten Frühjahr bin ich von der Harvard-Uni geflogen. 2 Monate vor meinem Diplom. Aber das, was ich jetzt lernen werde, hätte mir keine Elite-Uni auf der ganzen Welt beibringen können. In einem Pariser Tunnel. Die neue Rolle des Journalismus im Zeitalter der Paparazzi. Haben Sie schon einen Job? Wir sollten in Kürze darüber reden. Ich freue mich auch. Was ist hier los? Ist hier ein Terroranschlag passiert? Oh, das ist der ganz normale Wahnsinn nach einem Spieltag. Tottenham hat gestern gespielt. Hey, bist du jetzt etwa ein Soccer-Fan? Oh, lass bloß niemanden hören, dass du Soccer sagst. Wer interessiert sich dafür? Das britische Empire. Onkel Matt, darf ich dir Ben vorstellen? Ist der nicht süß? Hey, kleiner Mann. Junge, ist der niedlich. Ja. Ich freue mich wirklich, dass du da bist. Was hast du in London vor? Also irgendwie ergibt das keinen Sinn, Matt. Warum schmeißen sie dich raus, wenn du nichts gemacht hast? Schuld ist mein Zimmergenosse. Der ist der totale Kokser. Irgendeiner hat dem Sicherheitsdienst einen Tipp gegeben, da wurde das Zimmer durchsucht. Und dabei wurde sein Stoff unter meinen Sachen gefunden. Ich schätze, der hatte den Stoff die ganze Zeit in meinem Schrank versteckt. Wirklich? Ja, mein Ehrenwort. Matt, du kannst mir ruhig erzählen, wenn du Drogen nimmst. Ich halte dicht. Nein, das tue ich. Du hast dich doch zur Wehr gesetzt und die haben dir nicht geglaubt? Matt, du hast dich doch gewehrt, oder? Shannon, du kennst den Kerl nicht. Er ist ein Van Holden. Da hat man überhaupt keine Chance. Und was hat Dad dazu gesagt? Hier ist der Anrufbeantworter von Carl Buckner. Oh ja, ich werde die nächsten 100 Jahre an der Elfenbeinküste sein. Diesmal ist es Kabul. Spielt das eine Rolle? Jetzt mal ehrlich, was hat er gesagt? Ich hab's ihm nicht gesagt. Er hat keinen Schimmer? Ach so. An deiner Stelle hätte ich's wahrscheinlich auch für mich behalten. Ja? Wenn er erfährt, dass sein Sprössling von Harvard geflogen ist, dann wird er wahrscheinlich kopfüber in einen leeren Swimmingpool springen. Herzlichen Dank. Oh, Steve ist da. Hi, Baby. Hey. Ich habe eine Überraschung für dich. Oh, Schatz, wir haben einen Gast. Das ist mein kleiner Bruder Matt. Oh, hallo Matt. Hi. Alles klar? Schön, dich endlich mal kennenzulernen. Sehe ich auch so. Tja, hast du es endlich mal über einen großen Teich geschafft. Ja. Schön. Wer ist denn da? Wer ist da? Du hast mir gefehlt. Oh. Und wie du mir gefehlt hast, mein kleiner Lord Ben. Schatz, möchtest du einen Tee? Ja, das wäre klasse. Tee, ja? Sag lieber nicht. Er ist ein gut aussehender kleiner Kerl, hä? Ja, das stimmt. Hör zu, Matt. Ich freue mich, dass du hier bist, aber wir haben heute Abend schon was vor, weißt du? Ich habe einen romantischen Abend geplant. Ich habe einen Babysitter engagiert und 2 Karten für Chicago besorgt. Du hast doch nichts dagegen, wenn wir hingehen, oder? Oh, Augenblick mal. Ich glaube, das Klopfen kenne ich. Weiß mein Kleiner? Das kommt mir doch sehr bekannt vor, ha?
Was ist los? Ei, ei! Hallo, Bruderherz. Shannon, Kindchen, du siehst aber fertig aus. Echt witzig, Pete. Matt, das ist Pete, Steves Bruder. Pete, das ist mein Bruder Matt. Hey, alles klar, Junge? Hallo, Pete. Na, Ben? Ich gehe für West Ham in den Tod, für West Ham in den Tod, denn das ist mein Verein. Schon, da möchte ich immer rein. Ich bringe ihn jetzt ins Bett. Ja, okay. Ist wohl das Beste. Okay. Mhm. Alles Gute, Ben. Was machst du hier? Was hast du? Was soll das? Gehst du noch zum Spiel? Du stellst Fragen, na klar. Aber vorher muss ich dir was erzählen. Die Jungs und ich haben gestern Abend gesoffen. Naja, und da ging's drunter und drüber. Lass mich raten, du hast deine Brieftasche verloren. Und meine Schlüssel. Ah, da draußen wartet ein Taxi. Spitzentyp, mein Bruder. Also? Wie geht's dir, mein Cousin aus den Kolonien? Prima, danke. Prima, danke. Hey, Bruderherz, da war mindestens ein Huni drin. Du hattest doch noch nie einen Huni in deinem Leben. Scheiße, stell dich nicht so an. Hoch die Tassen, auf die Fresse. Halt die Klappe, Pete. Sei still, ja? Ich mach dir ein Angebot, okay? Du bekommst einen Huni, wenn du Matt zum Spiel mitnimmst. Sag mal, spinnst du? Du bist wohl völlig behämmert. Brüderchen, ich kann doch keinen Yankee zum Fußball mitnehmen. Doch, kannst du. Und du wirst dich ausnahmsweise mal anständig benehmen, ist das klar? Mach schon. Komm, Schätzchen. Tja, Matt, leider haben wir nicht viel Zeit verbracht. Pass auf. Gut zu, Matt. Du darfst ihm auf keinen Fall das Geld geben. Unter keinen Umständen. Hier, kauf den Jungs ein paar Bier. In Ordnung. Okay. Matt, wo willst du denn hin? Ich gehe mit Pete zum Soccer, weißt du? Aber du bist doch gerade erst angekommen. Stimmt. Wir können uns ja später unterhalten. Genau. Und viel Spaß. Alles Gute. Ich will nicht, dass er mit Pete und diesen Schlägertypen rumhängt. Ach, das geht schon in Ordnung. Der Junge ist erwachsen und kann auf sich selbst aufpassen. Schatz, links oder rechts? Hm? Komm schon. Hm? Rechts? Mhm. Hast gerade den ersten Preis gewonnen. Na? Wie sehr liebst du mich? Ungeheuerlich. Das reicht aber nicht. Hör zu, Mann. Ich will jetzt keine Witze reißen. Aber das Letzte, was ich vorhabe, ist, dich zum Spiel mitzunehmen. Die Sache läuft folgendermaßen. Du gibst mir die Hälfte der Kohle und ich gehe allein zum Fußball. Und du kannst dir ansehen, wo Churchill einen Tom gemacht hat. Oder was auch immer ihr Yankees in Good Old England zu suchen habt. Ein Tom? Tom. Ein Tom-Titten-Shit. Das ist eine Geheimsprache. So wie Rest der Welt für Geld. Also, das heißt unter uns, gib mir sofort den Rest der Welt. Ich hab's aber Steve versprochen. Mag sein, aber Steve ist nicht hier, Mann. Nur ich. Und um ehrlich zu sein, du hast den Falschen erwischt, wenn du glaubst, dass ich dich mitnehme. Ich geb dir die Kohle nicht, Pete. Erzähl keinen Scheiß, du hast keine andere Wahl, Mann. Und allmählich gehst du mir gewaltig auf den Sack. Rück die Kohle raus, und zwar Dalli. Da, ein Bulle! Für wie blöde hältst du mich eigentlich, du amerikanischer Wichser? Komm schon, mach meinen kleinen Stepptanz, du Yankee! Jetzt liegst du auf der Schnauze, weil du wie eine Tusse hier rumturnst. Wenn du das nochmal versuchst, dann prügel ich die Scheiße aus dir raus. Ja, ein Tom-Tit, hab schon verstanden. Komm schon, steh auf. Also, ich sehe, von Schlägereien hast du keine Ahnung. Von Schlägereien? Das ist das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Das war noch keine Schlägerei. Weißt du, ich nehme dich trotzdem mit. Vielleicht lernst du was. Über Soccer? Nein, Mann. Nicht über Soccer. Und zum Teufel noch mal. Wehe, du sagst noch einmal im Leben Soccer. Komm schon, penne ich ein. Was redest du da bloß? Baseball soll ein Mädchensport sein? Die Red Sox haben einen Typen, der den Ball mit 90 Stundenkilometer werfen kann. Wen interessiert das? Das bedeutet nur, dass er schneller wichsen kann als du. Jetzt hör aber auf. Denk mal drüber nach. Ich schnall das nicht. Was ist bloß mit euch Amis los? Ihr fangt einen bescheuerten Krieg an und versaut alles und dann sollen wir kommen, um euren Arsch zu retten. Um
unseren Arsch zu retten? Ja, und dann baut ihr wieder Scheiße und bringt die Hälfte unserer Soldaten um, indem ihr versehentlich auf sie schießt. Sowas nennt man Unfall. Ja, Unfall, meine Fresse. Also. Hi, Pete. Hallo, Mann. Hör zu. Wir machen Folgendes. Wir gehen in meine Geschäftsstelle. Und da hältst du die Fresse. Dieses vorlaute Getue kann dir sonst eine Menge Ärger einbringen. Das Einzige, was hier einen schlechteren Ruf als ein Yankee hat, sind Bullen und Journalisten. Wieso gerade Journalisten? Junge, wie viel Zeit hast du? Journalisten sind nichts weiter als verlogener Abschaum. Die schreiben nur, um die Zeitung vollzukriegen. Selbstverständlich ist dein alter Herr davon ausgenommen, Mann. Und dabei belassen wir es. Die sollen nichts von deinem Alten erfahren. Ich gebe dir einen guten Rat. Halt die Klappe, ja? Und noch was. Alles, was du aufschnappst, bleibt unter uns, klar? Und Steve, erzählst du auch nichts, wie dein Tag war und was du alles erlebt hast. Was beim Fußball passiert, geht niemandem was an. Verstanden? Ja, hab verstanden. Jetzt hauen wir auf den Putz. Fußball ist angesagt. Hallo, Pete. Hi, hi. Hi, hi. Hey, Alter, schön, dass du da bist. Wurde ja auch Zeit. Hallo, Dave. Hallo, Mann. Alles klar, alte Socke? Hi. Das ist Matt, Shannons Bruder. Hey. Das ist Ned. Hey, Matt. Das ist Dave. Hallo, Kumpel. Hi. Swill. Hallo, Kumpel. Hallo. Ike. Hallo, Mann. Der mit der schrägen Frisur ist Keith. Hey, Keith. Ich werde mal ein paar Drinks besorgen. Gute Idee. Ja, mach dich auf die Socken. Ich hab schon einen Drink, nicht wahr? Das sagst du jedes Mal. Ja, jedes Mal sag ich das. Was soll's? Wen interessiert das schon? Hör auf zu quatschen. Lass uns lieber was saufen. Wo ist Bova? Der sitzt schon seit einer Viertelstunde auf dem Scheißhaus. Der hat wahrscheinlich schlechtes Ruby gegessen oder sowas. Sieh ihn dir an, er hat keine Ahnung. Schlechtes Ruby ist ein heftiges Curry. Das ist Cockney, aber das verstehst du ja. Slang. Das ist sowas wie Rest der Welt für Gänse. Genau, so richtig. Genau. Wie Honig und Quitten für Titten. Junge, laufend erzählst du nur obskure Scheiße. Na und? Wie Charlie und Frankie für Yankee. Ah, da ist er. Hallo, Alter, wir haben uns schon Sorgen gemacht. Sieht scheiße aus. Na schön, ich hoffe, es ist alles klar. Na, logisch. Das ist Matt, Shannons Bruder. Hey. Das ist nicht übel, Mann, du hast es echt drauf. Mann, der Kleine gehört praktisch zur Familie. Oh Mann, macht der Typ wieder einen Aufriss. Boff ist ein mieser Wichser, aber wir lieben ihn alle, nicht wahr, Jungs? Ja, wichsen kann er. Wie ein Karnickel. Kannst du mal mit anfassen und das Bier holen? Na klar, natürlich. Wenn du schon mal unterwegs bist, bring ein paar Erdnüsse mit, ja? Natürlich. Braver Junge. Komm, setz dich mal her, Mann. Was soll diese beschissene Babysitter-Geschichte? Du weißt doch, dass wir heute Abend eine Verabredung haben. Keine Aufregung, Boff. Der hält sich aus allem raus. Außerdem war es doch gestern Abend lustig, oder? Was? Das ist doch überhaupt nicht das Thema, Alter. Wir sehen wie Idioten aus, wenn wir uns verabreden und unser furchtloser Anführer nicht mitkommt, weil er für einen beschissenen Yankee das Kindermädchen spielen muss. Ja, da hat er recht, Mann. Das ist was Wahres dran. Tja. Das lässt du jetzt mal meine Sorge sein. Alles klar? Und was den Yankee angeht, ich meine, der Junge ist viel zu bescheiden. Oh, danke. Aber in den Staaten ist der Mann ein ganz großes Kaliber. Der hat nämlich den schwarzen Gürtel in Karate. Hey, der Junge hat das Format eines Hosenscheißers. Nein, 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 nein. Der verdammte Karate-Kid-Film, der basiert auf seinen Heldentaten. Ist nicht wahr. Doch. Ehrlich? Ja, ist wahr. Hundertprozentig. Blödsinn. Blödsinn. Komm, warum denn nicht? Weil du lügst. Du bist seit 5 Minuten hier und schon lügst du. Oh, Scheiße. Prost, die Chancen. Lass feiern. Ja, wenn du willst. Diese Karate-Kid ist doch ein ganz fauler Trick. Das kommt dann kein Jetzt ist der Knabe offiziell in Cockney. Ja, Nachschub. Hey. Stößchen. Erzählt hat von wegen Karate-Kid und so. Das war doch erstunken und erlogen. Das habt ihr euch doch ausgedacht. Oh nein, nein. Nein, Mann. Die Scheiße ist hundertprozentig wahr. Ja, absolut, ja. Wie heißt denn dein Trainer? Dieser kleine Chinesentyp. Wie war nochmal sein Name? Ah, der aus dem ersten Teil. In allen 3 Teilen, Mann. Und wie war das im 4. Teil? Oder hast du den gar nicht gesehen? Ach, ich hab keine Ahnung, von wem du den Typen gar nicht. Ich kann doch noch erinnern, oder? Du hast so ein Ding am Kopf. Hör auf zu quatschen. Lass uns lieber was saufen. Sieh ihn dir an. Er hat keine Ahnung. Komm, erinnere dich an den Namen, Mann.
Wie war nochmal der verdammte Name? Der von deinem Mentor, Mann. Augenblick mal, Mann. Den solltest du eigentlich parat haben, Mann. Leck den Typen doch am Arsch. Miyagi. Miyagi, na endlich, spuck das aus. Miyagi. Stimmt das auch? Miyagi. Mr. Miyagi. Na bitte, jetzt haben wir es. Basiert auf einer realen Persönlichkeit. Den Typen hat's wirklich gegeben. Aha, der basiert auf einer realen Persönlichkeit. Ja, und dann haben sie ihn im Film verwendet. Die Frage ist nur, haben sie ihn dafür bezahlt? Klar hat er Geld dafür bezahlt. Klar haben die ihn bezahlt. Stell dir das mal vor, die benutzen ihn im Film und der kriegt ja Geld dafür. Hat irgendwelche Persönlichkeitsrechte. Stell dir mal die Situation vor. Da wirst du als Vorlage in einem Film benutzt und du kriegst keine Kohle dafür. Das ist doch wirklich das Letzte. Die drehen einen Film von dir und du kriegst kein Geld. Dafür muss man Millionen verlangen. Auf den Wagen, Mr. Miyagi! Ja! Das ist unser Song. Hör gut hin, unser Song. Wir haben uns vor. Du gehörst also zur Familie, ja? Pete ist wahrscheinlich nur nett zu dir, weil du Shannons Bruder bist, nicht wahr? Aber eins will ich klarstellen. Wir mögen keine Fremden. Geschnallt? Stopp, Leute! Hallo, Chef? Hör mal, Pete, ich glaube, ich gehe nach Hause. Ich fühle mich nicht besonders, weißt du, der Jetlag und so. Ach, Blödsinn, du willst doch das Spiel nicht verpassen, oder? Du wolltest doch schon immer was über Fußball lernen. Naja. Wir haben uns vorgenommen, im Leben zu nichts zu kommen. Lass uns auch Gott sei Dank bisher. Beobachtet man am schärfsten auf der ganzen Welt. Mitglieder der GSI am Südeingang, over. Setz die Kapuze auf.
Wichser, du blöder Wichser! Komm rüber, ihr Solo-Fatzen! Na los, komm rüber, wenn du dich traust, du Wichser! Na komm rüber, du blöde Dachpappe! Das glaube ich ja nicht, der ist da drüben bei den Schwarzen! Guckt euch das an! Robert ist da drüben und macht die an! Was? Da ist er ja. Hey, Bob! Das war eine echt geile Nummer, muss ich dir sagen. Der Stoff für eine Legende. Du hast ja mit dem Kindergarten zu tun. Keine Panik, Jungs, das ist noch nicht vorbei. Ich habe gehört, dass diese Wichser was vorhaben. Was hast du gehört? Ach, das Übliche. Diese blöden Zulus. 50 von denen versammeln sich gerade an der U-Bahn. Ich sag euch, da liegt Ärger in der Luft. Eine mächtige Prügelei. Okay, dann wollen wir mal Lust haben, Jungs. Stehen wir hier noch rum? Abmarsch! Also dann los, Männer. Dann reißen wir den Arsch auf. Ich mach mich lieber auf den Rückweg. Du weißt doch Bescheid, wo du hin musst. Ab zu Shannon. Mit der U-Bahn, nicht wahr? Ja, aber fall bloß nicht auf. Die Wichser aus Birmingham fahren auch mit der U-Bahn. Das mach ich schon irgendwie. Na, hoffentlich. Das Scheiße, schick den Kleinen in die Kinderkrippe. Steig nicht in East Ham ein. Hast du mich verstanden? Und wenn's Ärger gibt, lauf einfach wieder zurück. Ja, keine Panik. Ich mach das schon. Na, hoffentlich. Also, vorwärts, Männer! Los, hinterher! Ich will keinen Ärger haben. Ein beschissener Yankee. Was hat ein Yankee bei der GSE zu tun? GSE? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich bin nur Tourist. Na schön, wenn das so ist. Dann verpassen wir dir ein hübsches kleines Souvenir. Schon mal was vom Chelsea-Grinsen gehört? Ha? Ich flehe euch an, bitte. Tja, Kleiner. Nimmst du auch American Express? Ich wette, in der guten alten Zeit hat der Major auch jede Menge Chelsea-Grinsen verteilt. Damals, als die GSE noch nicht so ein Sauhaufen war und einfach ein Mann im Stich ist. Wir lassen unsere Kumpels nicht zurück! Hitter! Scheiße! Komm schon! Verdammter Wichser! Siehst du, der Arsch haut ab! Los, dann schnappen wir uns! Scheiße! Ich hol den Ball! Ihr Wichser! Wo zum Teufel ist er hin? Doch, er war doch gar nicht. Wo hat er sich hin verdrückt? Ich werde langsam zu alt für die Scheiße. Ich sollte ihn lieber hinlegen und massieren lassen. Ach, na endlich. Ja, ist er, ja. Guter Mann. Warum fährt er immer nur im ersten Gang? Der kriegt ihn wahrscheinlich woanders nicht rein. Dann hat er die Kiste endlich abbezahlt. Keine Sprüche, wir fahren zurück ins Abbey. Wer muss eine Runde schmeißen? Immer der so dämlich fragt. Los, rein mit dir, ich hab Durst. Kann losgehen, Chauffeur. Mal Gas geben? Ich stehe schon voll drauf, Leute. Steckung! Verpisst euch! Hinterher! Greift nur uns, Leute! Jetzt gibt's das aufs Maul! Komm her! Was ist denn das? Kommt doch her, oder habt ihr Schiss? Wir warten auf euch, Fotzen! Hör los! Richtig lachen könnt ihr wohl auch nicht! Komm, lass uns schnell abhauen! Was? Das sind mindestens 20 Leute! Stimmt! Allerdings sind das Blindgänger. Und du bleibst schön hier und kämpfst mit uns. Kämpfen? Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Stell dir vor, da ist jemand, den du hast. Los, kommt her, ihr Wichser. Ihr kriegt was auf den Zulu-Schädel. Halt, Mann! Steh auf, du blöde Fotze! Was machst du da unten? Lebst du noch? Was für ein geiles Ergebnis, Bobber. Du bist ein verdammter Irrer, weißt du das, Matt?
Das muss ich dir wirklich lassen. Viele hätten einfach aufgegeben und wären abgehauen, aber du hast deinen Mann gestanden. Ich bin stolz. Gut. Na, wer war das gerade? Wer? Gegen den du gekämpft hast. Jeremy, der verwichste Van Holden, nicht schlecht. Jetzt reicht's aber, wir müssen uns nicht gegenseitig in den Arsch kriegen. Ach, noch was, Leute. Der erste Schlag von ihm, ja? Ja? Der war eine Spur zu feminin. Was? Ja, schwul. Naja, so kann man es auch ausdrücken. Jawohl, zickzack und draufhauen. Kommt schon, Leute, oder wollt ihr hier Wurzeln schlagen? Er hat recht, lass uns abhauen, Männer. Aber es war gesoffen. Ja, ja, komm schon. Guter Plan. Morgen, du Schnarchnase. Na, wie fühlst du dich? Oh, alles tut weh. Ein englisches Frühstück, eine doppelte Dosis Aspirin und dann stehst du wieder auf den Beinen. Hier, trink einen Schluck. Ja. Jetzt muss ich erst mal schiffen wie eine mongolische Bergziege. Diese verdammten Schreiberlinge. Sieh dir das an. West Ham gewinnt 3-0 mit einer Superleistung. Aber unsere kleine Prügelei landet auf der Titelseite. Diese verdammten Aasgeier. Und wieso erzählst du mir das? Weil das ein verdammter journalistischer Schwachsinn ist. Kannst du mir sagen, was die GSE ist? Shh, nicht so laut, Junge. Ist das sowas wie eine organisierte politische Bewegung oder was? Nein, Kumpel. Wir sind eine Firma. Noch nie was von der Firma in den Staaten gehört? Nein. Okay. Jede Fußballmannschaft in Europa hat eine Firma. Manche haben zwei. Scheiße, ich hab ganz vergessen, wie ahnungslos ihr Yankees seid. Im Fernsehen sieht man von uns nur die Schlägereien im Stadion. Los, komm. Gut, Charlie, was lange währt, wird endlich gut. Pass auf, der Fußball in West Ham ist mittelmäßig. Aber unsere Firma ist erste Klasse und alle Welt kennt sie. Die GSE, die Green Street Elite. Arsenal, die spielen klasse Fußball, aber haben eine Scheißfirma. Die Arschgeigen. Tottenham, scheiß Fußball und eine Scheißfirma. Die nennt man die Juden. Hab ihren Anführer durch eine Scheibe von der Telefonzelle geprügelt. Und was ist mit Millwall? Millwall. Tja, wo soll ich bei Millwall überhaupt anfangen? Die Firmen von Millwall und West Ham hassen sich mehr als alle anderen Firmen, die es gibt. So wie die Yankees und die Red Sox? Eigentlich eher wie die Israelis und die Palästinenser. Wir haben seit 10 Jahren nicht mehr gegen Millwall gespielt. Ihr Anführer ist ein Typ namens Tommy Hatcher. Eine blöde alte Fotze. Damals, zu Zeiten des Majors, kam Tommys Sohn bei einer Riesenschlägerei um. Danach ist er völlig durchgeknallt, das schwöre ich dir. Hat den Verstand verloren. Okay, und wer ist der Major? Ah, der Major. Der Mann ist eine richtige Legende. Der hat die GSE in den frühen 90ern angeführt, als ich dazu kam. Der merkwürdigste Typ, den du dir vorstellen kannst. Angeblich sollen wir die Orientierung verloren haben, als er uns verlassen hat. Aber meine Jungs, das schwöre ich dir, werden den Ruf der GSE wiederherstellen. Die Firmen sind also im Prinzip wie Gangs. Ja, so in etwa. Aber wir sind weit entfernt von dieser Bloods and Crips-Scheiße. Ich meine, mit einem Maschinengewehr aus einem fahrenden Auto auf ein 8-jähriges Mädchen zu schießen, das ist einfach feige. Okay, die meisten denken, wir kämpfen nur. Aber im Wesentlichen geht's hier um den Ruf. Eine Bande in der Schlägerei völlig fertig zu machen. Darüber reden die anderen Firmen und wissen, mit wem sie es zu tun haben. Die hören, da ist ein Yankee und in seinem ersten Kampf nimmt das mit den Besten von Birmingham auf. Oh, nehmen Sie doch bitte Platz. Oh, herzlichen Dank. Dankeschön. Pete, ich weiß gar nicht, wie ich euch für alles danken soll. Ach, denk nicht mehr dran. Gestern hatten wir einen starken Erfolg. Wir hatten was zu lachen, haben ein paar Biere getrunken und haben die Hammers platt gemacht. Wir waren total in der Unterzahl, aber wir haben zu unseren Kumpels gehalten. Wir haben uns behauptet und nur darum geht es. Das ist das einzige Thema. Scheiße, was hast du mit ihm gemacht? Hey, nun mach nicht so einen Affen, Steve. Ich hab's dir doch gesagt. Ich hab eine ganz klare Ansage gemacht, dass ihr keinen Ärger haben sollt. Ich hatte nichts damit zu tun. Er war auf dem Nachhauseweg und wurde überfallen. Aber er hatte Schwein, dass wir in der Nähe waren. Na klar, ich weiß, du bist ein echter Held, mein Freund. Du siehst die Sache doch nur so, wie du sie sehen willst. Ich sag dir was, Bruderherz. Du konzentrierst dich auf deine Familie und um meinen Kram kümmere ich meine mich selbst. Meine Familie? Was ist bloß los mit dir? Was ist mit dir los, hä? Legst du es darauf an, dass dich Mom im Knast besuchen soll? Oder vielleicht willst du das Grab neben Dad haben? Oh mein Gott. Matt, was ist denn passiert? Es geht mir prima. Hey, Mann. Siehst du nicht, was du mit unserer Familie machst? Ich sehe nur einen alten Mann, der Schiss hat. So redest du nicht mit mir! Du verstehst das völlig falsch! Ich sag mal von mir, pass dich nie wieder an! Ihr sollt damit aufhören! Lass das, Steve, was soll der Scheiß? So, jetzt raus hier, aber schnell! Arschloch! Idiot! Schatz, es tut mir wirklich leid.
Naja, das war nicht gerade clever. Aber danke, okay? Lust auf ein Bier? Nein. Ach, komm schon. Du bist derjenige, der einen ausgeben muss. Spiel die 6 in die Mitte, okay? Was mit der 2? Die könnt ihr doch auch nehmen, oder? Oh, scheiße, das war nichts. Wo guckst du denn hin? Unsere siamesischen Zwillinge tauchen wieder auf. Halt die Klappe, Boff. Der Scherz ist alt. Nein, ich frag mich nur, was mit euch beiden los ist. Ihr hüpft nachts zusammen ins selbe Bett. Ich würde fast sagen, ihr seid Schwuchteln. Boff. Wir beide kennen uns doch schon eine Ewigkeit, oder? Und ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Aber du stehst kurz davor, bei mir eine Grenze zu überschreiten. Also wenn du ein Problem hast, dann ist das dein verfluchtes Problem und nicht meins. Und wenn du das weiter ausdiskutieren willst, dann können wir gern rausgehen. Jetzt wird erstmal was geschluckt, Jungs. Geht das jetzt hier weiter oder muss ich allein spielen? Ja, los, weiter. Also. Tschüss. Da drüben rein. Tisch, Jungs. Hi, Pete. Alles Tschüss. Okay, Terry? Ja, läuft so. Alles okay. Und bei dir? Man frisst sich hier durch. Es ist schon komisch, du machst die weite Reise und dann bleibst du nicht mal über Nacht. Ich will nicht alles noch schlimmer machen für dich. Das machst du doch gar nicht. Ich bitte dich, Matt. Ist mit dir und Steve alles okay? Ja, ja, es ist alles bestens. Okay, na dann. Ich rufe dich von Pete aus an. Matt! Bitte geh nicht. Steve hat ein ganz schlechtes Gefühl wegen dem, was passiert ist und möchte eigentlich, dass du bleibst. Und ich möchte das auch. Ich will nicht, dass du bei Pete wohnst. Aber ich möchte das, verstehst du? Du weißt, Pete und seine Schläger sind nicht die Antwort. Was redest du da bloß? Welche Antwort? Naja, weißt du, seit 3 Jahren habe ich immer wieder gebettelt, dass du mich mal besuchen kommst und du bist nicht mal zu meiner Hochzeit gekommen. Du kennst nicht meinen Mann und du hast deinen Neffen noch nie auf dem Arm gehabt. Und plötzlich standst du gestern vor meiner Tür und heute haust du schon wieder ab. Das musst du gerade sagen. Du hast einfach das Land verlassen, nachdem Mom gestorben ist. Es tut mir leid. Kommst du mich mal besuchen? Klar, bestimmt. Jeremy Van Holden? Klingt wie ein Arsch. Mann, wenn er mir das angetan hätte, hätte ich dem Typen stundenlang in den Arsch getreten und ihn fertig gemacht. Kannst froh sein, dass er dir nicht beim Schlafen die Kehle durchgeschnitten hat. Was hast du denn eigentlich studiert, bis dieser Arsch dich reingeritten hat? Geschichte. Geschichte? Ich unterrichte Geschichte. Du bist Lehrer? Ja, natürlich. Du kleine Ratte, du. Geschichte und Sport. Was denkst du denn, von der GSE bekomme ich keine Kohle? Mann, ich bin ein ausgeschlafenes Kerlchen. Komm rein, bevor wir uns den Arsch abfrieren. So, Leute, aufgepasst. Heute haben wir einen besonderen Gast hier. Mr. Buckner ist Amerikaner und er hat eine der besten Unis in den Vereinigten Staaten besucht. Harvard. Aber trotz seiner umfangreichen Studien ist Mr. Buckner der Meinung, dass Baseball besser ist als Fußball. Ich weiß, Jungs, es ist die totale Sünde. Und jetzt ist es eure Aufgabe, diesen Heiden auf den rechten Weg zu führen. Also zeigt ihm, was im Leben wirklich wichtig ist. Und das ist... Fußball! Ganz genau. Wir spielen heute 5-5. Und Mr. Buckner ist der Torwart der Gastmannschaft. Aber seid vorsichtig mit dem Jungs. Ihr wisst doch, wie schnell die Amis blaue Flecken kriegen. Und wie sieht's mit der Fairness aus, Pete? Soll ich jeden zweiten Ball durchlassen? Darüber würde ich mir keine Sorgen machen, Alter. Okay, bist du bereit? Los, Al, nach vorne!
Das Spiel ist zu Ende. Das Ergebnis lautet folgendermaßen. Die Heimmannschaft gewinnt 10-3 wegen der jämmerlichen Leistung dieser Flasche da im Tor. Okay, Männer, ihr könnt euch jetzt umziehen gehen. Mann, was ich da eben gesehen habe, du hast ja eine richtige Packung bekommen. Du hast mich reingelegt. Das war eure Junioren-Olympiamannschaft, nicht wahr? Nein, Mann, nur äußerst begeisterte englische Schüler. Als nächstes haben wir Geschichte. Komm doch mit und erzähl ein bisschen was über den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Die finden das klasse, wenn einer aus den Kolonien berichtet. Ach, weißt du, amerikanische Geschichte ist nicht mein Spezialgebiet. Mann, die sind erst 10. Plauder aus dem Nähkästchen. Eigentlich habe ich heute Nachmittag was mit Shannon geplant. Okay, vergiss es. Lass uns nachher ein Bier trinken. Ja, ja, wir sehen uns im Pub. Aber lass mich nicht hängen. Temporunde, Männer, ab in die Kabine! Die haben mich total fertig gemacht. Von rechts und von links angegriffen. Die haben eine richtige Sturmspitze. Tore flogen. Da ist einer bei. Terry heißt der. Aus dem wird ein Star. Aber die haben gespielt wie verrückt. Ich sag euch, der kann dribbeln. Rechts, links, vorwärts, rückwärts. Mich hat er auch ein paar Mal ausgetrickst, Mann. Wenn aus dem nichts wird, ich weiß auch nicht. Er ist ein echtes Talent. Ja, dann hat er gesagt, dass er in der Lange geht. Oder wird das total versagen? Nein, bestimmt. Und dann wird das in den richtigen Verein gehen. Hey! Schlecht. Wenn der Typ nicht scharf essen kann, dann soll er von mir aus zu Hause bleiben. Ich esse am liebsten laut. Leck mich doch am Arsch. Ist das nicht mein alter Kumpel Bover? Wie geht's denn so, mein Junge? Eins muss ich dir sagen, du hast ja ganz schön mutig, auf dieser Seite der Themse sehen zu lassen. Nicht übel. Es gibt hier eine Menge Leute, die nichts Besseres vorhaben, als dich windelweich zu prügeln. 4 davon stehen direkt hinter dir. Da hat er verdammt recht, Junge. Also erzähl mal, Bov. Was habe ich da gehört? Eure Firma macht jetzt einen auf international? Hä? Glaub bloß nicht, dass du mich ignorieren kannst. Mit solchen Wichsern wie dir werde ich schon lange fertig. Also, pack mal aus. Was soll der Schwachsinn, dass ihr jetzt einen Yankee in eurer Firma habt? Der ist nur vorübergehend da. Nur vorübergehend? Hey, ist es möglich, dass ihr vielleicht mal die Fresse haltet? Ich bin hier mitten in der Diskussion, damit das klar ist. Was nimmt der Typ sich raus? Ganz ruhig, ja? Guck dich an, unser kleiner Boffer ist auf einmal erwachsen geworden. Und wo ist die andere Süße? Petey. Ist wohl zu Hause, ja? Und versucht, mit seinen Stinkfüßen in die Fußstapfen des Majors zu treten. Damals warst du auch ein kleiner Mückenfurz, Junge. Als der Major am Ruder war. Du warst schon immer eine alte Maulhure. Erklär mir mal Folgendes. Du kommst hier rüber nach Millwall. Ist das dein Ernst? Und bist ganz allein hier? Aber das letzte Mal. Und dann ging sie da rein und hat versucht, das zu kaufen. Aber sie hatte nicht mal eine Kreditkarte dabei zum Totlachen. Entschuldige mich mal einen Augenblick. Sein Konto ist so überzogen. Dafür braucht er noch 100 Jahre. Ich wollte mal einen super Auto kaufen. Ich bin Tommy. Tommy Hatcher. Ja, ich weiß. Ach, das weißt du. Hm? Das ist aber wirklich schlecht. Unheimlich schlecht sogar. Denn jetzt hast du keine Ausrede mehr dafür, dass deine Scheißfotze ihre blöde Klappe nicht halten kann. Einen Augenblick. George, du kannst doch nicht zulassen, jetzt, dass er so mit mir redet. George, deine Braut da drüben quatscht wie ein Wasserfall, seit ich hier reingekommen bin. Ich gebe dir einen guten Tipp. Sorg dafür, dass sie ihre Klappe hält, damit ich meine Unterhaltung fortsetzen kann. Und zwar mit unserem Gast Bover von der früher so stolzen Firma GSE. Sie können ihm doch keine... Sie hört nicht auf! Warum kann sie nicht ihre Fresse halten? Sie versaut mir alles, wenn sie hier weiter rumquatscht. Hast du verstanden? Reicht aber! Ja, hast du ja auch was zu melden? Ich sage, wenn's reicht, damit wir uns nicht missverstehen. Tommy, der Pakistani hat die Bullen gerufen. Wir sollten lieber abhauen. Lass den Wichser hier stehen, wir kratzen die Kurve. Wir sehen uns wieder. Sehr bald. Ich hab nicht gewusst, dass er so reagiert. Es tut mir so leid.
Ich schätze, ich bin nicht vor morgen Abend zurück. Mann, fahr vorsichtig, ja? Und denk immer dran, links fahren. Okay. Bist nervös? Nervös? So ein Quatsch. Was beschäftigt dich? Zwei kleine Worte lassen alle Hämmer in ganz England nachts nicht schlafen. United, auswärts. Hey, hey! Ach, da seid ihr! Ei, ei! Hey, da bist du ja. Na klar. Hi, Matt. Schön, dich zu sehen. Ist doch ernst. Logisch. Hallo, Matt. Hallo, Will. Na, Ike. Hi. Wo ist Bover? Kein Schimmer. Der war die ganze Woche ungenießbar. Hat wahrscheinlich seine Tage. Das Spiel geht ihm an die Nieren. Also manchmal kann der ein richtiges Arschloch sein. Komm, Pete, lass uns gehen. Der Zug geht in 5 Minuten. Sekunde noch. Sein scheiß Handy ist ausgeschaltet. Ich fasse es nicht, dass er bei einem Auswärtsspiel von United kneift. Du stehst auch auf der Liste nach dem, was du im letzten Jahr mit ihrem besten Mann gemacht hast. Was ist denn letztes Jahr passiert? Naja, bin ein bisschen zu weit gegangen. Ach, nur ein bisschen. Wo ist Dave? Hat er sich gemeldet? Nee, bei dir. Oh, toll. Wenn man sich auf seine Kumpels verlässt, scheiße. Dann komme ich mit. Nein, Mann. Wieso nicht? Ich komm mit. Du kannst nicht nur mit Ike und Swill fahren. Nimm's nicht persönlich, aber auf dem Trip können wir keine Gäste gebrauchen. Also, verzieh dich. Ich ruf dich später an. Okay, halt die Ohren steif. Schöne Scheiße, dass Bob nicht dabei ist. Kannst du wohl laut sagen. Hat sich all die Tage nicht blicken lassen. Kannst du fangen, Pete? Firma dankt. Hast du noch eins für mich? Hab an alle gedacht. Hi. Wir sind ja schon zu viert. Na, Leute. Hey, Pete. Bob? Hallo, Mann. Wir hatten uns auf dem Parkplatz verabredet. Hey Leute, wie geht's? Ich hab mich entschieden, hier drin zu warten, oder? Hör zu, Boff, wenn du den Wichser spielen willst, ist das okay. Aber warte damit, bis wir den heutigen Tag hinter uns haben. Nächstes Mal wartet ihr, okay? Na, alles klar, Junge? Hey, Keith, was soll's? Hi, Keith. Alles eng. Komm, Leute. Ab geht die wilde Fahrt! Ich brauch dir kein Geld mehr. Das bringt zu viel Ärger. Dann ich den dafür, wenn ich auch noch eine Kohle verdiene. Hör ich mal aus. Ständig geht's hier um die Kohle. Sag mal, wer war denn da pissen? Was treibst du denn hier? Ich dachte, ihr seid nur zu dritt. Oh, das ist ja allerliebst. So habt ihr das also geplant, ja? Mit diesem blöden Penner fahre ich nicht zum Spiel. Setz dich hin, Mann. Hi. Hi. Komm, setz dich. Los. Sag mal, was du drauf hast, Mann. Was ist los? Sag mal, ne? Dave, wo steckst du? Entschuldige, dass ich euch verpasst habe. Ist die Maschine zu spät gelandet? Ja, wir hatten Verspätung. Musst du eben schneller fliegen. Ich bin schon hier. Wo, in Manchester? Ja, aber wir warten ungefähr 40 vorm Bahnhof. Da ist mächtig was los. Hier, hörst du an. Menu Nummer 1, Menu! Hey, Boff. Menu Nummer 1, Menu! Fuck. Hörst du das? Klar, Mann. Die warten hier auf euch. Also fahrt nicht bis nach Manchester rein, hast du verstanden? Alles klar, danke. Wir sehen uns später. Wir sind am Arsch. Was ist passiert? Am Bahnhof warten die auf uns. Wissen die, dass wir hier drin sitzen? Die haben irgendwie einen Spion, der hat uns gesehen. Wie viele sind es? 40, 50. Können wir nicht am nächsten Bahnhof aussteigen? Gute Frage, das ist ein Expresszug. Der hält erst in Manchester. Ach, ist das wahr, Mann? Los. Wenn wir nicht auftauchen, dann verbuchen die das als Sieg. Okay, dann müssen wir sehen, wie wir zum Hauptbahnhof kommen. Habt ihr Knall? Wir sind doch gerade erst entkommen. Die Klappe, du sollst sowieso nicht dabei sein. Jetzt kriegst du gleich mit, worum es hier geht. In diesem Zirkus leben wir. Vergiss den Quatsch. Hör zu, wir machen Folgendes. Ich rufe Dave an und sage ihm, was passiert ist. Es sind ungefähr 12 Meilen bis Manchester. Wir brauchen sofort 2 Taxis. Fuck! Haben die Taxis Feierabend? Oh. Pete! Ich hab ne Idee. Ich hab dir doch gesagt, du sollst die Klappe halten. Du kannst mich mal, Buffer! Du, ich... Hey. Sag mal, habt ihr einen Knall? Was soll die Scheiße? Also, erzähl schon. Wir scheißen auf Westen! Wir scheißen auf Westen! MP, hier spricht MM5 mit einem Bericht über die aktuelle Lage. Wo zum Teufel bleiben diese Wichser? Der Zug hätte schon vor 10 Minuten hier ankommen müssen. Die kommen noch, Kumpel. Aus dem Zug können sie nämlich nicht raus. Also alle auf Position. Und denkt immer dran, Nigel kriegt den Dunham-Wichser für sich allein. Kapiert? Okay, Salam. Geile Sache. Hey! Hey, 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 Moment mal. Was habt ihr denn hier vor? Entschuldigung, Leute. Wir sind von Paramount Pictures und drehen den neuen Hugh Grant-Film. Wir müssen da hinten abladen. Hugh Grant-Film?
Sind da scharfe Weiber drin? Cameron Diaz, glaube ich. Oh, die ist geil. Da würde ich gerne einen versenken. Okay, Leute, lasst den Laster durch. Danke. Geben Sie uns 30 Sekunden, dann sollten Sie die Kurve kratzen. Wo ist die berühmte? Wo ist die berühmte? Wo ist die berühmte GSE? Wo ist die berühmte? Wo ist die berühmte? Wir warten im Segelrein an und wir sollten diesen Aufgang fahren. An diesem Tag in Manchester hätten wir alle draufgehen können. Allen war das bekannt, aber wir hatten Glück. Ike hat später erzählt, dass sich die Geschichte in England schneller verbreitet hat als der Tod von Lady Di. Die GSE war wieder zurück. Plötzlich war ich ein Teil der Firma mit dem besten Ruf in ganz London. Überall in der Stadt hatten die Leute von mir gehört. Und wenn sie mich sahen, dann sagten sie: Ah, du bist also der Yankee. Wisst ihr, was das Beste daran ist? Nicht zu wissen, dass man Freunde hat, die immer hinter einem stehen, sondern dass man auch immer hinter ihnen steht. Ich war noch nie so nah an der Gefahr dran, aber ich hatte mich auch noch nie so sicher gefühlt. Ich hatte ein riesiges Selbstvertrauen und andere Menschen spürten das aus weiter Entfernung. Und wenn ich ehrlich bin, diese Gewalt, die fing an, mir zu gefallen. Wenn man erstmal ein paar Schläge eingesteckt hat und einem klar wird, dass man nicht aus Glas ist, dann fühlt man sich nur lebendig, wenn man so weit geht, wie man gehen kann. Warum konntest du nicht am Telefon sagen? Von deiner Schwester musste ich erfahren, dass man dich verwiesen hat. Warum hast du mich nicht angerufen? Hab ich. Da war dein Anrufbeantworter dran. Du hättest was hinterlassen können. Ich hab die Nase voll davon, dass ich mit einer Maschine quatschen muss. Und weißt du was? Das Ganze kotzt mich an. Hey, Matt! Matt, bleib bitte hier! Hey, warte doch! Shannon sagte, man hätte dich reingelegt, stimmt das? Ja. Und warum bist du dann nicht zu mir gekommen? Weil du nicht zu erreichen warst. Was soll dieses Verhör? Das ist kein Verhör, aber die Sache hat doch einen Haken. Du sagst, du bist reingelegt worden und dann rufst du nicht mal deinen Vater an? Wir hätten dagegen vorgehen können, vorausgesetzt, du bist unschuldig. Vorausgesetzt, ich bin unschuldig? Ja, wenn du unschuldig bist, warum hast du mich nicht um Hilfe gebeten? Denkst du tatsächlich, ich bin ein Dealer? Die Frage kann ich nicht beantworten. Okay, aber was glaubst du? Das kann ich dir nicht sagen. Deshalb bin ich nicht zu dir gekommen. Du weißt nicht, was du glauben sollst, weil du gar nichts über mich weißt. Matt, du bist also hier nach England geflogen? Ja. Okay, wie geht's weiter, mein Sohn? Was sind deine Pläne? Was willst du denn wirklich? Entschuldige, es ist doch nur eine Frage. Hör zu, Carl. Erwartest du ernsthaft, dass ich mich an deiner Schulter ausheule? Nur weil du wieder auftauchst und den Vater spielen willst? Nun gut. Hör zu, ich muss zur Londoner Times. Du bist unglaublich, weißt du das? Und dort will ich dir jemanden vorstellen. Ich bin nicht mehr 5 Jahre alt. Und das gehört ein bisschen mehr dazu, mich zu manipulieren. Er ist ein alter Freund aus meiner Zeit bei der Tribune. Anscheinend denkst du, ich schüttel nur kurz einem Redakteur bei der Zeitung die Hand und schon kann ich mein altes Leben weiterleben? Es war nur eine Einladung.
Willkommen, Ladies and Gentlemen, zur Viertelfinalauslosung des Football Association Cups. Es ist der älteste und berühmteste Fußballwettbewerb der Welt. Wir können uns daher glücklich schätzen, den legendären Mr. Frank McAvaney bei uns zu haben und den Geschäftsführer unserer Sponsoren, Mr. Phil Peters. Wie immer wird zuerst die Heimmannschaft gezogen. Frank? Nummer 2. Cardiff City spielt gegen... Nummer 3 Liverpool. Ja. Nummer 7? Nummer 7 spielt gegen... Die Nummer 6. Nummer 6, Newcastle United. Das wird ein Nordost-Derby. Ja. Nummer 8. West Ham United. Spielt gegen... Nummer 5. Millwall. Verdammter Wahnsinn! Ja! 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 Die sacken wir doch ein! Mann, ist das geil. Boff! Mann, wir haben sie, Kumpel! Ja, und diesmal werden wir ihnen den Arsch aufreißen. Oi, 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 oi. Du wirst nie erraten, wer da gerade zum Haupteingang der Times reingeht. Hä? Wer? Unser kleiner Yankee-Freund. Ich hab's geahnt. Ich wusste die ganze Zeit, dass mit dem Wichser was faul ist. Wohl wahr, ein richtiges Schwein ist das. Ich habe eine Idee. Ja. Ich habe mich gleich nach der Arbeit auf, ja? In Ordnung, ich hol dich nachher ab. Okay. Du weißt, dass sich deine Schwester große Sorgen um dich macht. Sie sagt, dass du dich mit einer Gang umtreibst. Es ist keine Gang, Dad. Das sind meine Freunde. Naja, schreibst du wenigstens darüber? Ob ich darüber schreibe, Dad? Nein. Hey, Matt, hör zu. Ich möchte, dass du mit mir nach Hause fährst. Was? Ich weiß, du traust mir vielleicht nicht als deinem Vater. Aber als Journalistenkollegen muss ich dir sagen, dass dein Ruf alles ist, was du hast. Du musst zurück nach Harvard und du musst um deinen Ruf kämpfen. Wir könnten das zusammen ausfechten. Vergiss es, Dad. Ich gehe nicht wieder in die Staaten. Großer Gott. Hör zu. Falls es dich beruhigt, ich führe ein Tagebuch. Das hast du mir beigebracht und dabei bin ich geblieben. Das habe ich gewusst. Ich wollte mich nur vergewissern. Hey, Steve. Wie geht's dir? Gut. Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Matt? Hallo. Ich muss mich nur noch umziehen. Wann geht dein Flug? Oh, ich muss in einer halben Stunde los. Ich habe mir ein Taxi bestellt. Das ist die Gelegenheit, so kann ich mich von meinem Enkel verabschieden. Ich muss jetzt los, Dad. Oh. Na gut, Matt. Ich weiß, es war zwischen uns in letzter Zeit... Ach. War schön, dich zu sehen. Und, wie geht's dir? Gut. Du gehst sicher mit den Jungs die Auslosung feiern. Die Auslosung? Wann ist das gewesen? Du hast keine Ahnung? Nein. Sag's mir, Steve, gegen wen? Millwall. Zu Hause. Hallo. Hallo. Jetzt wollen wir beide spielen. Hallo, Hinreißende. Hey. Alles okay? Mhm. Ja, ich habe gerade zugesehen, wie Dad mit Ben spielt. Als Großvater ist er viel besser, so gut war er als Vater nie. Anscheinend hat er sich zu einem netten Kerl entwickelt. Gar nicht so schlecht für einen Schreiberling. Er war also ein Arschloch, als ihr aufgewachsen seid. Deswegen hat wahrscheinlich niemand seinen Beruf ergriffen. Wie meinst du das? So wie ich sage. Niemand tritt in seine Fußstapfen. Wie kommst du darauf, Matt, schon? Verstehe ich nicht. Ich habe den Eindruck, Matt war ein bisschen stärker fasziniert von unserem abwesenden Vater, als ich es war. Shannon, was meinst du mit Matt schon? Das hat Matt in Harvard studiert. Journalismus war sein Hauptfach. Ich hoffe nur, dass er wieder damit anfängt, sobald er von deinem Bruder und der Sache genug hat. Ist also ein Yankee unten an der Cover-Journalist. Sieht so aus, als müssten wir den Jungen zweimal begraben. A boy from the land of apple pie, dropped in a culture of an eye for an eye. We're up for combat and beyond that. Sky News News at 10, I'll be on that.
Ich muss mal dringend mit dir reden, aber draußen. Was ist passiert? Geht es Shannon gut? Ja, mit Shannon ist alles okay. Warum hast du es mir nicht erzählt? Steve Dunham ist gerade reinspaziert. Warum hast du mir nicht erzählt, dass du Journalismus studierst? Ich habe damit aufgehört. Warum ist das Thema so wichtig? Ganz einfach. Für manche Leute ist die Sache ein heißes Eisen, verstehst du? Aber das kann dir doch völlig egal sein. Jetzt hörst du mir gut zu. Ich mag dich, aber du hast keine Ahnung, worauf du dich da einlässt. Jetzt muss ich meinem Bruder schon beibringen, dass sein bester Kumpel Journalist ist. Also werden wir beide jetzt rausgehen, und zwar sofort. Einen Toast! Stevie Dunham ist nach all den Jahren wieder im Abbey. Willkommen zu Hause, Major. Auf den Major! Hey, lass die Scheiße! Hallo, Jungs. Was ist denn los mit euch? Ist der Yankee da? Nein. Der ist ein verdammter Undercover-Journalist. Was? Scheiße, Blödsinn. Nein, ehrlich, Mann, ich hab ihn bei der Times gesehen. Da hat er mit Leuten geredet. Hat Hände geschüttelt. Der Typ muss dort ein- und ausgehen. Was soll der Quatsch? Denk drüber nach. Taucht aus heiterem Himmel auf. Hatte vorher noch nie in seinem Leben eine Prügelei. Und auf einmal ist er der beste Freund von einem Topmann bei der Firma. Verdammte Scheiße, was hat der Typ bei der Times zu suchen? Ich schätze, da steckt was anderes dahinter. Es gibt sicher 100 Gründe, bei der Times aufzukreuzen. Na schön. Diesmal möchte ich mich selbst überzeugen. Bist du dir ganz sicher, Boff? Denn wenn du hier reinschneist, musst du schon verdammt gute Gründe haben. Ja, die habe ich auch. Ist das hier sein Zeug? Ja. Aha. Was hat er hier für einen Haufen Scheißdreck drin? Hey Keith, du bist doch der Computerfuzzi. Guck mal rein. Mal sehen, was er hier hat. Verdammtes Arschloch. Kann losgehen. Das erste Spiel, West Ham gegen Birmingham, zu Hause. Ich bin mit Pete in den Bridget Abbey Pub in der Walsh Road gegangen, wo er immer abhängt. Dort hat er mich seiner Gang vorgestellt. So weit ist es schon, jetzt sind wir eine Gang. Okay, geh mal weiter, ja? Bova ist ein Schlägertyp und Petes rechte Hand. Keith ist praktisch Bovas persönlicher Vollstrecker. Na, zufrieden, da steht alles. Über mich schreibt er gar nicht. Wartet hier, ich zieh mir schnell was anderes an. Du bist also der Major. Ich war der Major. Ich schätze, für manche Leute bin ich es immer noch. Das ist Terry, er war damals meine rechte Hand in den ruhmreichen Zeiten. Das ist schon eine Ewigkeit her, Mann. Warum bist du ausgestiegen? Tja, ich war damals ein durchgeknalltes Arschloch. Das Einzige, was mich interessierte, war mein Ruf unter den Firmen in England. Na, ich meine, du kennst doch sicher die Geschichten. Über Millwall und so. Das letzte Spiel, bei dem ich war, war Millwall gegen West Ham. Das ist jetzt gut 10 Jahre her. Wir haben das Spiel herbeigesehen, wir haben darauf gewartet. Das ganze Jahr. In Millwall. Ja. Wir waren in ihrem Stadion. Absolut unterlegen. Und wir waren von Anfang an sowas von aufgeheizt. Tja, und Tommy Hatcher, der war damals ihr Anführer. Er brachte mal seinen 12-jährigen Sohn mit ins Stadion. Tommy Junior. Oft hat er damit angegeben, dass er den Kleinen wie einen Pitbull erzogen hat. Tja, wir haben das Spiel verloren. 3-0. Und diese Wichser aus Millwall haben uns ausgelacht. Da hat es bei mir ausgesetzt. Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Verstehst du? Ich habe unsere Truppe zusammengerufen und wir haben sie gejagt.
Ich habe gesehen, wie der Junge zu Boden ging. Nein! Nicht! Und dann sah ich, wie sein Schädel von den Stiefeln meiner Leute zertreten wurde. Danach bin ich nie wieder zu einem Spiel gegangen. Ich habe den Major hinter mir gelassen. Und dann habe ich deine Schwester kennengelernt. Sie war mein Engel. Sie hat mich gerettet. Sie hat mir ein ganz neues Leben gezeigt und mir geholfen, den Schwachsinn hinter mir zu lassen. Sie hat mir geschworen, dass sie mich verlässt, wenn ich jemals wieder zurückkehren würde. Und wenn er mich wieder überfällt, dieser Wahnsinn, glaub mir, das tut er ziemlich oft, dann höre ich aus der Ferne dieses Gebrüll aus dem Stadion am Spieltag und ich sehe die Jungs, die mich runterrufen, damit wir uns gemeinsam besaufen sollen. In solchen Augenblicken denke ich daran, wieder damit anzufangen. Doch Shannon und Ben erinnern mich daran, dass das Leben mehr zu bieten hat als das. Hast du dir alle intimen Details angehört? Schreibst du dir auch schön auf? Was? Du beschissene Journalistenfotze! Hey, bist du sicher, was du da machst? Er ist ein beschissener Spitzel! Komm jetzt bloß nicht mit Ausreden! Ich hab dich gefragt, ob du sicher bist. Was? Du weißt es schon? Alles, was ich weiß, ist, dass er Journalismus studiert hat, und zwar in Harvard. Aber er ist rausgeschmissen worden. Wir haben seine Aufzeichnungen gefunden und die sind voller Geschichten über uns. Das ist bloß ein Tagebuch. Ned hat dich bei der Times beobachtet mit einem Haufen Journalisten. Das war mein Dad. Er ist Journalist, das weißt du. Ach, sein Vater ist auch Journalist und das weißt du? Das ist doch völlig ohne Bedeutung, Boffer. Für wen? Er will Journalist sein, dein alter Herr ist Journalist. Wo ist denn da der verdammte Unterschied? Du hast einen von ihnen bei uns reingelassen. Ich wollte nirgendwo rein. Du hältst die Fresse. Aber Alter, komm mal klar. Es ist mir egal, wer er ist oder was er getan hat. Man tritt niemanden, der am Boden liegt, klar? Was zum Teufel ist bloß los mit dir, hä? Der wird uns alle ans Messer liefern und du wirst nur da sitzen und zugucken. Nein. Hey, Steve. Du bist der Major. Du hast die Firma gegründet. Ich spreche für alle Jungs, wenn ich dir sage, dass wir kurz vor dem größten Kampf unseres Lebens stehen und dein Bruder ist so ein Riesenwichser, von dem kann man sich nicht anführen lassen. Die GSE ist Pete's Firma, okay? Er trifft die Entscheidungen. Aha. Dann fickt euch doch in den Arsch! Scheiß GSE. Lass mich durch, ihr Wichser! Platz da! Okay, du machst dich auf der Stelle sauber. Jetzt ist es soweit. Jetzt können wir uns endlich an diesen verdammten Hammer fuchsen. Also, darauf Cheers! Cheers, Leute. Cheers! Was zum Teufel will der denn hier? Marc, setz dich hin und warte. Setz dich hin, tu, was man dir sagt. Am Arsch. Baba. Weißt du, unsere komischen Treffen müssen aufhören, mein Junge. Sonst fangen die Leute an, über uns zu reden. Warum bist du eigentlich noch so spät unterwegs? Musst du nicht morgen zur Schule? Außerdem müsstest du bei deinen Kumpels sitzen und dir vor Angst in die Hose scheißen, weil wir euch fertig machen. Was ist? Gab's einen Ehestreit? Also, was willst du, Boff? Dieser beschissene Yankee ist ein Undercover-Journalist. Die sitzen gerade in ihrem Laden. Jemand sollte den Knaben fertig machen. Die fressen ihm allmählich aus der Hand. Wie kommst du eigentlich darauf, dass ich das für dich erledigen werde? Hä? Der Major ist übrigens auch da. Stevie Dunham ist dort? Halt die Klappe! Du studierst Geschichte, so eine Scheiße! Wer zum Teufel bist du? Es tut mir leid, dass ich erzählt habe, ich hätte Geschichte als Hauptfach. Das ist alles. Ich bin kein Journalist. Trotzdem sieht das alles ziemlich bescheuert aus, Matt. Warum machst du irgendwelche Aufzeichnungen? Das ist nur ein Tagebuch. Das mache ich mein ganzes Leben lang. Und? Arbeitest du für die Times? Nein. Das ist die absolute Wahrheit. Du musst mir vertrauen, Pete.
Mann, du hast dich voll in die Scheiße geritten. Wenn ich die Jungs da draußen nicht überzeugen kann, dass der Chef ihrer Firma nicht von einem beschissenen Yankee-Journalisten reingelegt worden ist, dann ist die GSI erledigt. Ich werde jetzt da rausgehen und ich werde ihnen klar machen, dass sich Boff geirrt hat und dass du einer von uns bist. Und ich will hoffen, dass ich verdammt nochmal recht habe. So, Bover, willst du uns sonst noch irgendwas sagen? Hör zu, Tom, bitte, schlag nicht den ganzen Laden in Stücke. Meiner Verräter! Das Einzige, was hier laufen wird, ist ein Blutbuffer. Du blödes Arschloch. Was ist denn mit dem? Fuck! Die Scheiße mit Bover kann die ganze Firma kaputt machen. Mann, ich brauch dich. Bleib bei uns, bis Millwall vorbei ist. Ich werde dir nicht helfen. Ich hab's meiner Frau und meinem Jungen versprochen und das werde ich auch halten, verstehst du? Weißt du, irgendwann mal kommt der Zeitpunkt, wo der beste Ruf, den du haben kannst, davon abhängt, wie es deiner Familie... Hallo, Freunde! Sieh mal an, wer sich nach all den Jahren wieder im Abbey rumtreibt. Du täuschst dich, Mann. Tommy, ich hab die ganze Geschichte hinter. Hab dich zur Ruhe gesetzt, hä? Hast dir eine Yankee-Frau geangelt, hab ich recht? Und hast jetzt selbst einen Sohn. Ich hatte auch mal einen Sohn. Das weiß ich und es tut mir leid. Ich hab dich gefragt, ob du dich erinnerst. Hör zu, es tut mir leid. Zu spät. Ich mach dich fertig. Hör mir gut zu, Tommy. Du stirbst heute Nacht. Und dann sind wir beide quitt. Wir sind fertig! Hauen wir ab! Pete, schnell, hier drüben, komm her! Ach du Scheiße, was ist passiert? Schnell, er verblutet! Und er nimmt was! Scheiße! Baba, was hast du bloß getan? Schnell, wir haben ein Auto! Er verblutet! Beeilung, Baba! Mach noch was! Schnell! Los, einladen! Ins Auto mit ihm! Weg da! Schnell rein mit ihm auf die Rückbank! Na los! Lass mich durch! Steig ein! Na los, Tempo! Aus dem Weg! Verschwindet, ihr Pisser! Haut ab! Der hat eine Schnittwunde! Kommen Sie schnell! Verdammte Scheiße, beeilen Sie sich! Ganz ruhig. Los! Alles fertig machen zur Not-OP. Ja. Was hat er gesagt? Sein Zustand ist stabil.
Andern trauen. Du hast immer gesagt, mein Problem wäre, dass ich anderen traue, Worf. Ich vertraue anderen zu sehr. Sogar ein Yankee ist da, dem ich vertraue. Hey, ging es darum, wolltest du das beweisen? Indem du uns in den Rücken fällst. Du hast dich mit Tommy Hatcher verbündet, um den Major umzubringen. Du wolltest meinen Bruder umbringen lassen? Ich werde Tommy umbringen. Sag nur ein Wort, dann mache ich es. Dafür brauche ich dich nicht. Ich brauche dich für gar nichts mehr. Für gar nichts, kapiert? Oh Mann. Hau ab. Aber für immer. Aber ich bitte dich. Es tut mir sehr leid. Ich weiß. Der Arzt sagt, dass du wieder gesund wirst. Und dass es eine Weile dauern wird. Fahren morgen weg. Hier sind wir nicht mehr sicher. Wie geht's ihm? Er schafft es. Und was jetzt? Sag Tommy Bescheid, dass ich eine Revanche will. Und zwar morgen. Ist okay. Wir bringen die Sache ein für alle Mal zu Ende. Wo uns niemand stört. Und wo keine Bullen sind. Ike, ist dein Kumpel immer noch unten an der Trinity Wharf? Ja. Großartig. Dann arrangier was. Geht klar. Komm. Was ist denn hier los? Ben und ich fliegen mit der Mittagsmaschine nach Boston. Du kannst ihn doch nicht verlassen. Er hat versucht, uns zu beschützen. Das kannst du ihm nicht antun, Shannon. Doch, das kann sie. Das muss sie. Du solltest es auch tun. Ich werde auf jeden Fall dabei sein, wenn ihr morgen zur Wharf geht. Oh Gott, seid ihr Idioten! Die kommen in unseren Pub gestürmt und verletzen deinen Bruder lebensgefährlich. Das ist jetzt nicht mehr dein Problem. Was zum Teufel erzählst du da? Für mich steht genauso viel auf dem Spiel wie für dich. Matt, hör mir zu. Es ist Zeit, nach Hause zu fahren. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo mein Zuhause ist. Aber hier gehörst du auf keinen Fall her. Das ist mein Kampfkumpel. Es ist mein Bruder, der im Krankenhaus liegt.
Ich regle das mit Tommy. Fahr nach Hause, Mann. Du tust das Richtige, Matt. Ja. Glaub mir, zu Hause wird es niemanden interessieren, was du hier für einen Ruf hast. Das weißt du doch, oder? Ich werde jetzt das Taxi rufen. Wo ist Matt? Nach Hause gefahren. Kommt, Leute. In wenigen Minuten. Matt? Matt? Matt?
far away fires, where the hills forever burn, at the feet of our heroes, we try hard to learn. But the lesson is lost there in the smoke and the mud that we are one flesh, one breath, one life, one blood. Fotzen für meinen Sohn büßen. Mein alter Freund Bob, eine anständige Prügelei musst du natürlich dabei sein. Hilf mich doch! Hilf mir mal! Los! Komm hoch! One flesh, one breath, one breath. Ach du Scheiße! Shannon! Shannon! Stopp! Was machst du hier, Shannon? Bleib da stehen! Shannon! Geh nicht weiter! Warte, Pete! Was soll das werden? Verdammte Scheiße, Tommy! Das ist Steve Dunhams Frau. Wenn Tommy sich Shannon greift, kannst du dir vorstellen, was dann passiert? Der Typ ist ein verdammtes Tier. Hallo, Liebling. Matt! Scheiße. Steig aus, du Schlampe. Oder ich pack die verdammte Scheibe ein. Du wirst mir doch bitte, was ich mit dir mache. Steig aus, sonst geht dir was zu Bruch. Ist alles okay? Ist Ben okay? Matt! Was ist dein Ende, blöder Yankee? Bob, ich gebe dir die Chance, was gut zu machen. Schaff die Familie von meinem Bruder hier weg. Tommy! Hast du keine Lust, dich fertig zu machen? Du bist doch schon fertig, Petey. Die NGO kann sich gleich um dich kümmern, dann bist du im Eimer. Wir haben deinen Sohn nicht umgebracht, Tommy. Du warst das! Du hättest den Jungen beschützen sollen! Er war dein Sohn!
Erzähl dir keine Scheißgeschichten über meinen Sohn. Dein Sohn, du hättest ihn nie im Stadion mit... Steig sofort ins Auto! Doch nein, du sollst einsteigen! Er war nur ein armer, kleiner Junge! Sein Gesicht war kaputt geprügelt und leblos! Ihr wart dabei! Und ihr habt ihm keine Chance gelassen! Er wird nie wieder lachen oder segeln, nie mehr! Nie wieder wird er seinem Vater eine Freude machen! Lass mich los, ihr Wichser! Ich bring sie hier raus, los! Kümmer dich um Pete! 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 Zum Teufel, helft ihm doch! Pete Dunhams Leben hat mir gezeigt, dass es Augenblicke gibt, in denen man seinen Platz behaupten muss. Sein Tod zeigte mir, dass man manchmal auch einfach weggehen muss. Ich werde ihm nie mehr dafür danken können. Aber ich könnte mein Leben so führen, dass es eine Ehre für ihn wäre. Ah, das ist einfach zu viel. Nun, Glückwunsch zum Epstein-Auftrag, Van Holden. Da wird's eine nette Provision geben. Selbstverständlich hat die Wahl deines Vaters nichts damit zu tun. Gefickten herzlichen Dank, Todd. Gentlemen, ja? Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, aber ich muss ein weiteres Mal die gekachelten Nebenräume dieses Hauses aufsuchen. Der Mann hat ein Schwein, das gibt's gar nicht. Was zum Teufel? Matt Buckner? Bist du das? Das gibt's ja nicht. Junge, du siehst scheiße aus. Hey, Buckner, besitzt du die Güte? Du hast gesagt, dass du mir einen Job besorgst. Was? Ich hatte in Harvard die Schuld auf mich genommen und... Du wolltest mir einen Job besorgen. Willst du mich verarschen, Matt, hä? Das waren deine Drogen und du hast gesagt, du hättest mehr zu verlieren und dass du mir einen Job besorgen... Ja, das mit dem Job habe ich gesagt. Es ist so, Matt, ich bin hier gerade bei einem Geschäftstreffen. Ruf mein Büro an, rede mit Cindy. Die macht dann einen Termin für dich. Der knabbert wohl den Arsch offen. Was bildet er sich ein? Ist ja gut. Ja, das mit dem Job. Was zum Teufel ist das? Das? Meine Rückfahrkarte nach Harvard. Ja, damit. Das würde ich lieber nicht machen.
haben uns vorgenommen, im Leben zu nichts zu kommen, was uns auch Gott sei Dank bisher gelang. Trink fest und arbeitsscheu, doch sind wir nun beide treu. So leben wir ja mehr. So. Adjacent, that's how we stand ground. I feel serenity when I'm facing my enemies, knowing any friend will be sending me plenty of energy. Lending a thought to penalties, never care what the end will be. It's time to knuckle up. Ayo, you ready? Well, you better be. Yeah. Rep yourself, rep your fam, rep your health, then rep your clan. If the test of a man is to throw up your hands, and we gon' do that fighting because it's united we stand. From both coasts of the Atlantic, from the seas to shores. Once defiance, then do our alliance in these wars. We see the probable cause in most of our killing. But what about the ones not willing and the ones who was children? We supposed to be building a better day for tomorrow. I feel like we climbing the mountain, biggest Kilimanjaro. If you feeling the sorrow, you know that your heart isn't hollow. I'm ready to lead a new mission. Are you ready to follow? Not swallow government interests or their excuses devour. While corporations killing millions with abuses of power. I refuse it this hour to just stand by and be quiet. But I'm curbing my urge to serve these motherfuckers a riot. We gotta question the weapon used for repping up in our habitat. Independence mightier, why do you wanna go and grab again? The goal is evolution, but it has to be passive. Start with the health of self and pass the mental wealth to the massive. Rep yourself, rep your fam, rep your health, then rep your clan. The real test of a man is to put down his hands, and we can be united, cause if we divide it, we damn. Let me remind you, jail's an happy place, so I can smile.